Onigashima ist der Hauptsitz von Kaiser Kaido, der 100 Bestien, und dieser hat natürlich einige Schätze während seines Werdegangs gesammelt, die er auch in geheimen Kammern aufbewahrt. Nicht mal seine eigenen Leute wissen davon Bescheid. Wir wissen, die Bestienpiratenbande ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit anderen Crews. Okay, die Big Mom Piratenbande war schon cringe, aber die Bestienpiratenbande, sie ist untereinander in einem Rivalitätskampf. Also man kann einen Rang aufsteigen, wenn man zum Beispiel einen All-Star besiegt. Dafür muss man einige Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel die Chance dazu bekommen, einen All-Star zu bekämpfen. Man kann ja sich jedes Mal einfach so gegen einen All-Star kämpfen. Jedoch hat natürlich Law hier in diesem Arc die Position des Roppongi's ausfindig gemacht, und das ist eines der Hauptgründe, warum überhaupt die Strohpiratenbande nach Wano Kuni gekommen ist. Sie brauchen das Roppongi, um nach Laugh Tale zu gelangen. Es wird in diesem Arc immer mal wieder angesprochen, dass der Sieger von diesem Krieg einen großen Schritt näher dran sein wird, der Piratenkönig zu werden. Und Trafalgar Law wurde uns bisher nur als Charakter vorgestellt, der rachesüchtig ist, sich an Doflamingo rächen wollte dafür, dass er seinen Bruder Corazon umgebracht hat. Des Weiteren wurde aber nicht gesagt, wie es mit ihm weitergehen wird. Deshalb gingen viele davon aus, okay, er hat seine Rache in gewisser Weise bekommen. Jetzt ist es Zeit, dass er sich opfert für Ruffy als Dankeschön. Doch jetzt in diesem Arc wurde nochmal Hoffnung gegeben, dass Trafalgar Law doch noch weitermachen will. Denn als er vor dem Roppongi stand, hat er an Corazon gedacht. Corazon hat an das D geglaubt. Er hat geglaubt, das D wird eine große Änderung in der Welt sozusagen einleiten, und Law ist aktuell genau in dieser Zeit, wo diese Änderung stattfindet, und jetzt glaubt er höchstwahrscheinlich, dass er selbst eine sehr bedeutende Person ist und weitermachen muss. Inwieweit er weitermachen will, darauf werden wir heute eingehen. Wenn ihr also nichts weiter zu One Piece verpassen wollt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Zuallererst will ich auf Charakter eingehen, die große Ambitionen, Ziele und Träume haben, wie zum Beispiel Ruffy, Blackbeard und viele weitere Charakter, die wir bisher gesehen haben, wie zum Beispiel Doflamingo selbst. Doflamingo zum Beispiel hat in seiner Kindheit Aufmerksamkeit bekommen von Trebol, Vergo und anderen Charakteren, die geglaubt haben, dass Doflamingo ein König ist, jemand, der die Welt ändern kann. Das hat ihn natürlich motiviert, immer weiterzumachen, weshalb er so zielstrebig war und auch vieles erreicht hat. Blackbeard genauso. Höchstwahrscheinlich hat ihn jemand in seiner Kindheit motiviert, so weit zu gehen für seine Ziele, seine eigene Familie zu verraten, und das hat er dann halt auch gemacht. Bei Ruffy hat ihn zum Beispiel Shanks motiviert mit dem Strohhut, weshalb er jetzt seine ganze Crew aufbauen konnte, mit so guten Crewmitgliedern wie Zoro, Sanji, Lysop, Leute, alles Ehrenmänner, die an Ruffys Seite stehen, und Ruffy kann halt immer weitermachen wegen seinen Freunden. Als Ace gestorben ist, hatte er seine Freunde, für die es sich lohnte, noch weiterzumachen, und sein großes Ziel, was er aufgrund dessen, dass er Shanks kennengelernt hat, in seinem Leben befestigt hat. Trafalgar Law hat Corazon kennengelernt. Corazon hat Law das Gefühl gegeben, dass Law was Besonderes ist. Also war Corazon hier in dem Fall sowas wie Shanks für Ruffy und hat ihm natürlich gezeigt, du musst überleben, du musst was in der Welt ändern. Nun, er wurde halt umgebracht von seinem Bruder Doflamingo, deshalb hat Law sein Ziel aus dem Auge verloren, die Welt zu verändern. Sein Ziel war es, von nun an Doflamingo zu besiegen. Jetzt wollen wir mal auf das Stärketechnische von Doflamingo und Law eingehen. Viele unterschätzen wirklich Doflamingo und seine Stärke, weil halt Ruffy ihn am Ende besiegt hat. Doch wenn wir überlegen, dieser Charakter hat einfach mal so kranke Kaliber im Vogelkäfig eingesperrt, was kein anderer schaffen würde. Ich sage euch eines, Katakuri, wenn er in diesem Arc der Antagonist wäre, hätte es nicht geschafft, so starke Kaliber wie Fujitora, Sabo und viel mehr unter Kontrolle zu halten, damit er sich auf seinen Kampf gegen Ruffy konzentrieren kann. Doflamingo hat das Ganze wirklich super gemacht. Der Grund dafür, warum Law nicht so viele Chancen gegen Doflamingo hatte, ist, dass Law bei der Don Quixote Piratenbande ausgebildet wurde. Er hat den Schwertkampf von Diamante gelernt und viele weitere Sachen in dieser Crew, weshalb er natürlich genau wusste, wie Law kämpft. Zudem hat er auch Informationen über die OP-OP-Nomie, weshalb er eigentlich jede Attacke kontern konnte. Und selbst als Law es hier mit jemandem zu tun hatte, der ihn wirklich in- und auswendig kennt, konnte er dennoch mit Tricks das Gamma Knife einsetzen, was eigentlich der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass Doflamingo die ganze Zeit an Kraft verloren hat und Ruffy ihn schlussendlich besiegen konnte. Weil Doflamingo musste sich während des Kampfs die ganze Zeit selber zusammenflicken, damit seine Organe nicht versagen. Während dem Kampf gegen Kaido fällt uns immer wieder mal auf, dass es Law stört, dass Ruffy oder Zoro ihm Befehle erteilen. Sie haben zwar jetzt eine Allianz
ganz geschlossen, doch Law ist noch eine alleinstehende Person und das will er uns in diesem Arc klar machen. Law erwähnt immer wieder, ihr seid nicht mein Captain, ihr seid niemand, der über mir steht, deshalb mache ich das, was ich will. Und hier auch, als Sanji sagt, ey komm, heil mal Zoro, vielleicht könnte er Zoro heilen. Ich meine, da spricht ja nichts gegen, dass er seine Knochen wieder zusammensetzt. Er kann ja auch Leute sozusagen vom Oberkörper her trennen und wieder zusammenfügen. Warum sollte er also nicht die Knochen wieder zusammensetzen können? Da spricht auf jeden Fall nichts gegen. Aber er ist halt kein Schoßhund. Also er ist niemand sein Sklave oder so. Deshalb macht er das, was er will. Anscheinend ist er aktuell an Big Mom interessiert oder tut nur so, als wäre er an Big Mom interessiert. Doch er geht sofort weg, kümmert sich nicht um Zoro, obwohl er es könnte. Man muss halt wirklich sagen, Freunde, er hat wirklich gut austeilen können gegen Kaido, hat auch viel eingesteckt, aber scheint so, als wäre er noch topfit. Wir unterschätzen Trafalgar Law jedenfalls, weil wenn man das Ganze erstmal mit Kids Leistung vergleicht, dann ist Law hier Kid bei weitem überlegen, was auch mit solch einer Teufelsfrucht eigentlich klar sein sollte. Trafalgar Laws Zukunft steht fest. Er will auf jeden Fall sehen, was auf Love Tale ist und er will Teil davon sein, die Welt zu verändern. Doch will er das Ganze mit Ruffy zusammen machen? Bis jetzt sieht es so aus, als würde er sich langsam abkapseln wollen und so jemand wie Trafalgar Law, der von vielen in der Community als Whitebeard angesehen wird, könnte natürlich später noch irgendwie ein Allianzmitglied von Ruffy sein, doch ich persönlich finde eher so einen Charakter wie Katakuri in der Rolle von Whitebeard, weshalb ich mir nicht so gut vorstellen kann, dass jetzt irgendwie Trafalgar Law immer auf der Seite von Ruffy bleiben wird, weil ganz im Ernst, Freunde, ich finde, da gibt es eigentlich nicht so starke Sympathiepunkte. Trafalgar Law hat von Anfang an eigentlich eine Grenze gesetzt zwischen sich und Ruffy, damit Ruffy nicht denkt, dass sie Freunde sind. Genauso wie auch auf Punk Hazard, als zum Beispiel Smoker zu Law sagte, du willst ihn doch nur ausnutzen. Also selbst Smoker, der Menschen gut versteht, hat gemerkt, Law will Ruffy hier in diesem Punkt nur ausnutzen. Die gesamte Community glaubt, dass Law jetzt Ruffy gutgesinnt ist, auf seiner Seite ist und es auch für immer bleiben wird. Aber ich bin mir sicher, dass er nicht die ganze Zeit in Ruffys Spiel mitspielt, sondern sein eigenes Ding macht und mir würde es sehr gut gefallen, wenn er jetzt das World Poneglyph mitnimmt und vielleicht sogar das World Poneglyph kopiert, welches die Strohpiratenbande hat. Weil die Strohhüte hatten ja zwei Stücke, somit hätte er schon alle drei und ihm würde nur noch einer fehlen. Weil ganz im Ernst, Freunde, es ist eine Rivalität zwischen Ruffy, Kid und Law und ich würde mir wünschen, dass jetzt mal alle auf derselben Stufe sind, also jeder gleich weit mit ihrem Ziel, Love Tale zu erreichen. Und ich würde mir auch wünschen, dass jetzt zum Beispiel einer von der Kid-Piraten-Bande mal endlich in Aktion tritt und etwas mit den Roponglyphen versucht zu unternehmen. Es gibt die Theorie, dass Killer eventuell vom Drei-Augen-Stamm sein könnte. Ganz im Ernst, Freunde, die Theorie gibt es schon so lange. Ich meine, er hat ja die ganze Zeit diese Maske auf. Zudem noch die Bandagen, die ebenfalls seine Stirn verdecken. Ich würde es cool finden, wir hätten jetzt also nochmal jemanden, der hier die Zeichen entziffern kann. Somit würde auch Kids Crew mit diesen Poneglyphen was anfangen können. Zum Schluss wollte ich nochmal auf das Thema Operation der ewigen Jugend zu sprechen kommen. Natürlich könnte er es bei einem anderen Charakter einsetzen, doch ich frage mich eine Sache, kann man diese Fähigkeit irgendwie auch bei sich selber einsetzen? Das wäre doch mal wirklich ein Move, den keiner erwarten würde, wenn Law diese Technik bei sich selber einsetzen würde. Meiner Meinung nach ist Law einer der Fan-Favorites und ich freue mich einfach zu sehen, was in seiner Zukunft alles folgen wird. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Glaubt ihr, dass Law sterben wird oder wird er jetzt endlich mal sein eigenes Ding machen und sich von Ruffy abkapseln? Denn weiter mit ihm reisen wird er nach diesem Arc höchstwahrscheinlich nicht mehr. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.